Heute stöbere ich mal in meiner eigenen Vergangenheit. Ich befinde mich in meiner Heimatstadt, nur ein paar Häuser weiter von dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Hier befindet sich ein stark verfallenes Gebäude, welches einst Brauerei, aber auch Fleischerei war. Wie lange genau der Komplex leer steht, weiß ich leider nicht, jedoch lange genug, dass Vandalismus und Zerfall deutliche Spuren hinterlassen haben. Also erstmal hallo, es ist jetzt 5:30 Uhr morgens, ich befinde mich mal wieder an einem neuen Lost Place. Ich bin noch total müde, vielleicht sieht man es mir auch an. Hierzu habe ich tatsächlich eine besondere Verbindung. Hier habe ich nämlich tatsächlich als Kind noch eingekauft. Es handelt sich hierbei um eine Fleischerei, um einen Zerlegebetrieb, glaube ich. Ob die auch tatsächlich zerlegt haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine Fleischerei. Und wir gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um. Wie groß ist denn das hier? Oh. Ah, nee, hier gehen wir vielleicht lieber nicht weiter. Ja, guck mal, hier liegen noch so. Sieht man das? So Dinger, wo man Würste eingepackt hat. Hier sieht man auch über dem Boden diese Abläufe. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da. In diesem Fleischerfachgeschäft erhalten Sie auch unsere Qualitätsprodukte. Brandenburger Fleisch- und Wurstwaren. Ah, guck mal hier. Das sind ganz sicher Räucherkammern hier. Das hier hinten, auch wenn es nicht mehr so aussieht, das ist ein Aufzug. Oder? Mit dem Holzboden, vielleicht sollten wir da nicht unbedingt reingehen. Gut, hier ist halt überall nichts mehr. Hier oben waren mal. Ja, da oben sieht man, da sind Schienen dran. Kann mir gut vorstellen, dass hier halt. Ah ne, da waren Lampen dran. Weil da sind so Haken. Hier diese unfassbar alten Lampen. Also hier. Zunächst einmal ist erstmal der Deckenputz abgefallen. Und hier an der Decke gibt es halt so Schienen. Ne? Da gibt es so ein Schienensystem. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier Schlachträume waren. Ist auch alles gekachelt hier. Boah, riecht das muffig hier.
Also hier sind die Böden halt auch wirklich gefliest, die Wände auch gefliest. Das sieht mal aus wie eine Kühlkammer. Hier mit einem schönen Oberlicht. Das sind auch überall diese... Weil das sind eher Rohrleitungen, ne? Hier gab es mal irgendwelche Waschbecken. Was? Alter. Alter, was? Das ist ja ein richtiges Gewölbe hier unten. Da ist der Aufzug. Ja gut, den Aufzug, den hatten wir ja oben schon gesehen. Der muss ja auch irgendwo hinfahren, ne? Aber damit hatte ich nicht gerechnet. Junge, Junge. Hier sind arme Räucheröfen. Ja, oben diese ganze Technik. Alter! Irre! Ja. Unten gibt es auch so richtig Schienen, da konnten die schon mal die Wegen reinfahren. Also richtig Gewölbe, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Das ist ein Kühlhaus. Haben sich aber auch schon ein paar Leute eingenistet. Na, ganz ehrlich. Das ist wirklich super zum Party machen, ne? Weil hier unten... Hier ist Totenstille. Es ist arschkalt, aber Totenstille. Stehen noch irgendwelche Bottiche? Im Nachhinein habe ich übrigens erfahren, dass diese Behältnisse zum Pökeln benutzt wurden. Arnim und Leisner, Muskau. Das sagt mir gar nichts. So, jetzt gehen wir mal wieder raus hier. Das ist echt unangenehm. Kalt, feucht. Und wahnsinnig finster. Ich will jetzt mal gucken. Es gab hier auch einen Verkaufsraum. Das ist das, was ich eigentlich kenne. Ob ich den nochmal wiederfinde. Das ist eingestürzt. Aber Leute, das hier ist der Verkaufsraum. Ich gehe mal auf die andere Seite, bevor ihr alles komplett runterkracht. Hier bist du reingekommen. Also nicht da unten durch das Ding, sondern du bist hier reingekommen. Und dann gab es hier drin, gab es eine Theke, da wo jetzt der Lichtkegel quasi lang geht. Und da stand so eine alte Kasse noch drauf, ich kann mich noch daran erinnern. Boah, dass das hier so runtergekommen ist, hätte ich nicht gedacht. Die Decke runtergekracht. Hier kann man irgendwie nicht so richtig weitergehen. Okay. Was ist das denn hier? Raum mit Parkettfußboden, das hätte ich jetzt in der Fleischerei nicht erwartet.
Häuser stehen hier zum Teil auch leer. Also das linke auf jeden Fall, das weiß ich. Steht schon seit Jahren leer. Da steht noch ein Ofen, also ein Gasbrenner. Der Bereich, der eingestürzt war. Da wären wir ja theoretisch auch lang gekommen. Das Gebäude hat es zum Teil einfach dermaßen hinter mich. Wenn du allein das hier schon reinziehst, ne? Ist einfach der gesamte Boden weg. So, und jetzt mit eleganten Schritt nach hinten. Hier traue ich mich einfach nicht lang, das tut mir wirklich leid, aber das gibt hier überall nach. Also hier ist halt einfach nicht mehr viel zu sehen. Ne? Für mich ist das halt deswegen auch irgendwie eigenartig, weil ich hier als Kind Wurstwaren gekauft habe, in diesem Verkaufsraum. Es ist komisch, das so zu sehen. Ich weiß, dass die das geschlossen haben, weil ich glaube, wegen Hygienemängeln. Und ist trotzdem irre. Also abgesehen davon, dass es dieses Gewölbe da hinten gibt, was ich wirklich total geil finde. Ich sehe hier leider nichts mehr, was ein bisschen schade ist, aber ich muss übrigens so leise reden, weil hier nebendran ist direkt bewohntes Gebiet. Mal, naja, mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Ist ja auch spannend. Hier wiederum ist der Teil, wo wir, also vorne, der eingestürzt ist, da sieht man es auch schon wieder. Hier ist auch Holzboden. Gehe ich nicht weiter, weil hier unten drunter sind so Betonbögen. Die hat man von unten sehen können. Stahlleiter nach oben. Okay, hier geht's raus aufs Dach. Finde ich ganz schön. Auch wenn hier Bäume oben drauf wachsen. Was denn? Das ist so ein Küchenboden. Selbst der hat sich hochgedrückt. Wie geht das denn? Das ist doch eigentlich normalerweise nicht feuchtigkeitsempfindlich. Das wird wahrscheinlich ein großes Video, weil so viel zu sehen gibt es ja nicht. Für mich war es aber total interessant gewesen. So, jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt muss ich nämlich wieder hier runter. Mal gucken, wie ich das jetzt am besten hinkriege.
ungesehen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, also so richtig klar ist auch nicht, was da jetzt passiert ist. Also die einen sagen, es waren hygienische Mängel, die anderen sagen, die werden umgezogen. Manch einer sagt, das wäre noch zu DDR-Zeiten geschlossen worden. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil ich damals noch, wie gesagt, ich war selber noch einkaufen und ich bin noch knapp in der DDR noch geboren. Ja, also so genau, das weiß man, wie gesagt, nicht. Angeblich soll das abgerissen werden und da sollen Neubauten entstehen. Dieser Artikel stammt von vor 2 Jahren. Da darf man ja gespannt sein, was dann noch passiert, ne?